Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge. Mir ist hier gerade aufgefallen, hier habe ich irgendwas abgerissen, was ich nicht abreißen sollte. Deswegen bauen wir das direkt wieder auf. Okay, und dann machen wir auch direkt weiter. Also, wir haben jetzt hier die Teiler und die Förderbänder nach oben, also die Schrägen, hergestellt. Und wir haben jetzt noch zu tun, Lampen. Mir fehlt ein Gerät, kann das sein? Okay, wir gucken gleich. Also, wir lassen hier wieder drei Platz. Wir lassen hier ein bisschen mehr Platz, glaube ich sogar. Drei Platz. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt geregelt bekommen. Und zwar, wie viele Teile brauchen die immer? Immer drei, ne? Eins, zwei, drei, ja. Die brauchen immer drei. Okay, ich überlege. Okay, es ist kein guter Plan. Und zwar, der Plan war eigentlich jetzt... Okay, wir machen es so, wie wir es gerade eben auch gebaut haben. Nur ein bisschen anders. Okay. So, wir brauchen... Okay. Wir brauchen einen Ausgang. Einen Eingang. Und zwar sammeln wir hier wieder die Sachen. So. Genau. Dann ist das hier der Ausgang. Und wir haben hier wieder gar kein Licht. Einen Augenblick. Machen wir wenigstens die Taschenlampe an. So, und somit wären das hier die ersten. Heißt also, wir brauchen die Elektro und das. Das können wir direkt von hier aus mit benutzen. Das und das. Das ist schon mal prima. Und jetzt brauchen wir noch die Platten. Die müssen wir uns jetzt noch irgendwo besorgen. Die müssten wir uns jetzt irgendwo besorgen. Wir bräuchten das in dieser Linie hier. Haben wir das denn irgendwo? Da werden welche anliegend. Da. Da wären welche. Okay. Können wir die hier teilen? Wir schauen mal, ob das funktioniert. Das würde funktionieren. Dann würde ich nämlich das hier gerne aufbauen. So. Und dann geht hier das noch einmal eine hoch. Dass wir keine im Weg stehen. Und dass wir überall drüber kommen. So. Müssen wir mal gucken, wo wir hinwollen. Wir waren schon fast da. Ich werde das hier anders machen. Ich werde hier oben jetzt tatsächlich einen Teiler bauen. Und falls wir das nämlich dann nochmal irgendwann hier brauchen, dass wir es hier direkt anliegen haben. So. Dann geht das hier runter. Dann darf das da lang. Und wir haben ein Problem. Okay, wir müssen einmal weiter zurück. Wir müssen auf jeden Fall weiter zurück. Wir müssten eigentlich, am besten wäre es da. Okay, das müssen wir uns auch mal angewöhnen. Bei sowas dann eigentlich von hinten anfangen zu bauen. Ich glaube, das funktioniert dann besser. Nee, wir müssen noch einen zurück. Wir müssen noch einen zurück. So. Wir müssten noch eine zurück. Genau. Jetzt fließt das nämlich hier runter und wir können alles machen. Alles gut. So, wir brauchen noch ein paar Sachen. Können wir aufhören zu bauen? Danke. Wir bräuchten zwei lange, zwei kurze, ein langen, ein kurz. So. Dann können wir nämlich hier... Okay, da kommt nichts mehr. Da müssen wir gleich mal gucken, warum da nichts mehr kommt. Die aufbauen. Die dürften dann eigentlich schon alle Sachen drin haben. Dann würden wir hier die kurzen da produzieren. Dann machen wir hier den hier rein. Und
Hier wieder dasselbe Spielchen. Hin, her, hoch, runter. Das dahin. Hier ist Ausgang. Hier kommt die Maschine hin. Die Fabrik. Hier werden wir die mittleren aus der zweiten Reihe. Und ja, hier ist eigentlich jetzt tatsächlich relativ easy, weil wir jetzt alles eigentlich anlegen haben. Wir haben ja jetzt alles, fast alles anlegen. Sehr geil. So. Und so. Okay. Die produzieren auch. Und, achso, die müssen wir noch cappen, ne? Drei Stück. Drei Stück. Die cappen wir auch. Dass wir drei? Zwei. So, okay, dann hätten wir jetzt eigentlich nur noch die ganz langen. Wir lassen wieder drei Platz frei. Eins, zwei, drei. Wir könnten das eigentlich auch direkt daneben bauen, aber ey, nee. Hier kommt der hin, hier kommt der hin. Hier kommt er hin. Dann müssen wir das einmal hochbauen. Hier Output, nee, Entschuldigung, falsche Seite, hier Output. Konfiguration, die Dreierreihe. Ey, wir haben sogar genau dahin gepassend gebaut. Das ist cool. Okay. So, und damit haben wir auch die fertig. Jetzt fehlt nur noch eine Sache, und zwar die Lampen. Die Lampen fehlen jetzt noch. Wir machen mal ganz kurz die Fläche hier fertig. Wir bräuchten also somit einen Container, den wir gerade nicht haben. Hallo? Hallo. Danke. Also, einen Container haben wir. Was bräuchten wir noch? Wir bräuchten einen mittleren, einen langen. Ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht. Achso, und wir brauchen natürlich noch eine Fabrik, ne? Die und eine Fabrik. So, dann kommt hier er hin. Achso, hier müssen wir noch was machen. Einmal das da. Und einmal das da. Perfekt. Dann. Einmal raus, einmal rein. Das dahin, das hier. Die 5 müssen wir hier hin. Mal gucken, was die jetzt braucht. Für die Lampen. Ich habe keine Ahnung. Lampen, Deckenlampen. Elektro und. Und. Platten. Also gar nicht mal so was Wildes. So, so. Okay. Dann das und das. Okay, und dann sind wir wirklich jetzt fertig damit. Geil. Wir haben alle unsere To-Dos, die wir hatten, abgeschlossen. Wenn wir hier schon mal in der Gegend sind, gehen wir mal ganz kurz hier die Sachen ab. Roten haben wir jetzt immer noch. 88. Nicht gut. Okay, schmeißen wir die wieder rein. Okay. Ja, geil. Okay. Das freut mich gerade. Das freut mich jetzt richtig. Wir müssen jetzt nur mal gucken, warum hier jetzt so wenig von denen hier kommen. Produzieren wir da zu wenig von? Ja, okay, wir produzieren da viel zu wenig von, alles klar. Okay, somit können wir hier auf jeden Fall noch mindestens zwei Anlagen bauen. Okay, die braucht man schade, scheinbar nicht. Die hier könnten wir vielleicht brauchen dafür. Nein, brauchen wir auch nicht. Wir brauchen Platten tatsächlich. Stahlplatten da. Wir bauen mal zwei Stück. Ja, wir bauen mal zwei Stück. Das dürfte. Dann dürfte es reichen, hoffe ich. Wir gucken. Zwei Stück von denen nochmal hier hin. Die können wir auch direkt anliegend machen.
Einmal das, einmal das. Und hier produzieren wir die mit dem, mit der Batterie unten dran. Batterie unten dran. So, 1, 2, 1, 2 und die 5, 1, 2. Wobei die 5, glaube ich, der Ausgang ist. Okay, da kommen die ersten. Wir müssen jetzt nur mal ganz kurz zusammenzählen hier. Wir brauchen hier 40, 80, 120. Haben wir jetzt 120 da hinten in der Produktion von den Roten? Ich nehme nämlich an, nein. Nee, also auch brauchen wir davon einen. Auch hier brauchen wir eine neue. Einmal hier hin. Dann kaufen wir uns, bauen wir uns das noch eben zusammen. So, einmal das. Dann brauchen wir die da. Okay, die waren jetzt nur zu zweit, alles klar. Egal. Oh, das war falsch. Das und... Nein. Das. Wobei hier der Ausgang ist. Okay. Läuft. Okay, das läuft. Sitzt uns halt Luft. Somit haben wir auch da direkt alles... Paletti. So, die produzieren jetzt wie viel? 2, 4, 60 die Minute. Ich schaue mal ganz kurz nach oben, wie viel die denn brauchen. Ja, eigentlich Blödsinn, dass ich jetzt gucken gehe, weil das ist ein Produkt, ne? Die brauchen hier 40, die brauchen 40. Aber das sind ja alles Sachen, die wir irgendwann einfach volllaufen, wie hier. Und dann kommt hier einfach nichts mehr raus. Ne? Also von daher... ist das eigentlich vollkommen egal. Also wenn, sobald die jetzt die 50 hier voll sind, dann ist Produktion Ende. Dann ist Produktion Ende und dann ist alles oder so egal. Okay. Also. Das haben wir. Jetzt gucken wir hier nochmal nach der Forschung. Ich finde, die Forschung läuft halt immer noch super, super langsam. Aber das machen halt die hier. Diese... Die Grünen... sind halt Art der Tod. Wir kriegen da ein Stück pro Minute. Ein Stück. Ein Stück. Sollten wir das größer bauen? Müssten wir das größer bauen? Ich weiß es nicht. Sollten ja, müssten, vielleicht, können, ja. Sollen? Hatten wir schon. Ich weiß es halt nicht. Also einerseits würde ich sagen, ja, sollten wir auf jeden Fall. Wir wollen das ja so oder so hier hinten nochmal umbauen. Dann können wir davon auch nochmal welche bauen. Also wir können ja mal gucken. Also hier produzieren wir 2, 4. Hier produzieren wir 4. Und da produzieren wir gerade 3. Aber macht jetzt der eine wirklich so viel weg? Das ist halt die Frage. Macht der eine jetzt so viel weg? Also hier sind 3 drin, hier sind jetzt gleich auch 3 drin. Bedeutet, die 2 würden hier trotzdem nichts bekommen. Ich glaube nicht, dass der dritte oder der vierte jetzt hier so viel wegmachen würde. Also wir müssten ja wenn von dem und von dem auch noch jeweils einen bauen und von denen dann hier 3. Dass auf jeden Fall die 4 laufen. Ich weiß nicht. Also lohnen wird sich das für die Forschung schon, aber wir haben ja jetzt auch bald schon wieder die nächste Forschung irgendwann, ne? Und dann kommen ja hier die Gelben hinzu. Und dann ist das oder so zweitrangig. Weil dann müssten wir so oder so hier nochmal neu bauen. Und dann müssen wir so oder so mal gucken, wie wir was machen. Okay, also lassen wir es erstmal. Gut. Dann, Inventar ist sauber. Dann würde ich sagen, da wir jetzt alles drin haben,
können wir ja nochmal nach unten laufen und gucken, wie da unten der Stand ist. Hier läuft es ja eigentlich soweit ganz gut, muss ich sagen. Also, wir haben ja hier tatsächlich gerade keine Einbußen oder sonst irgendwas. Okay, das funktioniert leider nicht, wie gehofft. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass er dann wenigstens so viel rausnimmt, wie wir Platz haben. Aber das macht er leider nicht. So, die Erde steppen wir mal ganz kurz nach hinten. Und wir sollten dann überlegen, was ist jetzt unser nächster Step? Was machen wir als nächstes? Was sollten wir als nächstes tun? Wirklich? Musst du das jetzt für jeden Einzelnen immer bestätigen, oder was? Ja. Okay. So, wie sehen denn die Rohstoffe allgemein aus? Hier ist alles voll, da ist alles voll. Hier ist alles voll. Hier könnte tatsächlich ein bisschen mehr kommen. Aber die kommen ja auch noch von der... Die kamen noch von der anderen Seite. Warum kommen die nicht mehr? Warum kommt hier nichts mehr? Haben wir da aus Versehen was abgerissen? Haben die keinen Strom mehr? Ist da nichts mehr? Viele Fragen. Wir arbeiten uns ja mal ganz kurz durch. Dann gucken wir mal, was denn dort los. Oh, noch einer. Okay. Wir hängen fest. Okay. Aber das ist doch jetzt eigentlich schon alles hier, was eigentlich so oder so weg kann, oder nicht? Nee, das ist... Oh. Das darf auf jeden Fall nicht weg. Okay, aber warum kommt da hinten nichts mehr raus? Das ist die Frage. Warum kommt da hinten nichts mehr? Hä? Kein Erz mehr in Reichweite. Okay. Akzeptieren wir. Gar kein Problem. Müssen wir akzeptieren. Ich war jetzt gerade nur ein bisschen am Überlegen. Naja, egal. Akzeptieren wir natürlich. So, dann reißen wir das hier einmal ab. Und dann bauen wir das. Einfach. Hier erneut hin. Dass wir auch den Rest da wegbekommen. So, machen wir hier einfach den Schuppen einmal dicht. Dann nehmen wir die Miner. Da. Ich habe sie nicht gefunden. Und dann. Gib ihm. Dann. Gib ihm. So. Klack. Dann einmal zip-zap und einmal zip-zap. So. Dann dürft ihr jetzt alle mal ein bisschen Gas geben. Schwingt mal eure Arme und produziert mir Erze. Also das Feld ist dann so gut wie weg. Das müssen wir auch uns auf jeden Fall merken. Wir sollten uns da mal schleunigst um was Neues dann auch bewegen. Okay. Aber gab es dann nicht jetzt oder so Energiezelle, Chemie, Bergbau 2, Jetpack, Langstreckenscanner?
Ah ja, okay, das ist gut. Funkturm. Der Bau eines großen Funkturms wird es ermöglichen, Kontakt mit der Raumstation aufzunehmen, alles klar. Das ist auch nicht. Verkaufslager. Schaltet zwei neue Lager. Also Frau, aus dem Verkaufslager heraus kannst du Produkte zur Raumstation verschicken. Während das Einkaufslager in der Raumstation gelagert wäre. Okay, cool. Wartungsdrohne. Schaltet die Produktion von Wartungsdrohnen frei. Für Wartungsdrohnen, bitte. Okay, das ist aber alles nicht das, was ich brauche. Schaltet Baudrohnen. Ports frei, die für den Bau großer modulare Gebäude verwendet werden. Bitte was? Okay, Abbaueffizienz. Dann kommen hier Batterien. Fertigungslinie. Alles klar, was kommt denn da bitte auf mich zu? Okay, es wird doch noch interessant. Ich glaube, es wird doch noch interessant hier. Gibt es denn hier irgendwas wie einen Zug? Frachtschiffe. Frachtschiffe? Sind das Schiffe, die fliegen oder Schiffe, die fahren? Also schippern. Wasser. Naja, wir werden es irgendwann rausfinden. Aber hier gibt es einen Lastenaufzug 2. Das ist doch schon mal was. Das ist wichtig. Sehr wichtig. Gut. Wir haben also ein bisschen Infos bekommen. Wir haben ein bisschen aufgeräumt. Wir haben ein bisschen umgeräumt. Ich sage aber hierhin, danke fürs Einschalten. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.